Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Golden Sun 3, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir es angefangen, den allerletzten Bosskampf dieses Let's Plays, Duda Hahnruf, der die letzte Beschwörungstafel bewacht. Und jetzt, ja, wir haben schon ein paar Mal in der Klemme gesteckt im letzten Part, es wurde eng. Da sehen wir mal, was es gebracht hat mit dem Leveln, das war wirklich nötig. Ich hoffe, dass wir jetzt die Zone halbwegs überleben, damit wir Quetzalcoatl beschwören können. Das ist wichtig. Und da kommt Quetzalcoatl. Das sollte Tyrell doch hoffentlich überleben diese Runde, damit er auch die schönen KP am Ende der Runde abkriegt. Denn der ist im Moment in Gefahr. Erstmal gibt es Grund-KP, aber dann gibt es noch ein paar am Ende weiter. Ich will noch die Geschwindigkeit verringern von dir, mein Freund. Ich hoffe, ich komme jetzt auch dazu. Ja, ich komme dazu. Bitte senke auch die Geschwindigkeit von ihm. Geschwindigkeit fällt um 149 Punkte und er ist trotzdem dran. Bitte nicht auf Tyrell, bitte nicht auf Tyrell. Das ist ja Ramses. Da unten steht Gussstiegel. Gussstiegel, aber das ist eigentlich Ramses, oder nicht? Auch eine Beschwörung, die wir kennen. Geht auf alle, ne? Oh, gut. War nicht so stark. War nicht so stark. Ball. Erstmal gut. Dank dessen kriegst du so KP wieder. Sehr schön. Ich glaube, du bist erstmal gerettet. Damit kriegen alle Quetzalcoatl. Ah ja, haben sowieso alle abgekriegt, aber das sollen sie auch überleben. Jin auf Abruf, um Meteor zu beschwören? Was? Nein! Wie? Wieso sind die jetzt alle weg? Was ist jetzt passiert? Habe ich was verpasst? Also kriegen wir alle KP zurück, aber Tyrell sollte ja angreifen mit seinen, also beschwören mit seinen vier. Wo sind die hin? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das ist natürlich blöd. Erstmal Verteidigung erhöhen. Defensive habe ich im letzten Part gesagt, wollen wir aufbauen. Also machen wir das auch. Und zwar finden wir erstmal deine Manöver. Zumindest eins davon. Und du baust erstmal Jim wieder auf. Wieso du jetzt nicht angegriffen hast, weiß ich auch nicht. Gegnerische Verteidigung. Ich würde sagen, erstmal Synergie versiegeln. So gut wie möglich den Gegner schwächen. Schlafeffekt, das wird auch eh nichts bringen. Gegnerische Verteidigung senken, auch nicht schlecht. Machen wir das mal, denn einschlafen wirst du definitiv nicht. Du bist bewegungsunfähig. Sehr gut. So, Schutzaua. Sehr schön. Defensive hoch. Verteidigung senken, eventuell. Nö, leider nicht. Aber was soll's. Wir müssen auch langsam angreifen, sonst der heilt ja jede Runde ca. 200 KP und bald hat er den ganzen Schaden wieder weggeheilt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sehe ich, was Hermetika machen kann. Scheiße. Kieran nimmt 103 Schaden. Das sah nur so heftig aus, glaube ich. Kann das sein? Irre ich mich? Denn wir kriegen ja gleich ganz schön viel KP wieder zurück. Hoffe ich mal, ja. Gut. Also beim ersten Hermetiker ist ja nichts passiert, zum Beispiel. Aber naja, egal. So. Raumverzerrung. Greift den Spetterschlag an. Leere. Bitteschön. Danke sehr. Jin. Was nimmst du denn mal? Schicht im Durchschnitt. Auch. Naja. Ich würde eher sagen. Ja. Schädigen und täuschen. Du musst erstmal den ganzen Jin wieder aufbauen. Ja, das wird sehr gut sein. Das wird mir gefallen. Finalschlag hat so was anderes Schönes. Nö. Na gut, hau rein. Leere, erstmal wieder Defensive. Eine weitere Schutzaura. Nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Du bist erstmal getäuscht, umso besser. Kriegst erstmal einen schönen Schlag ab. Der Sensenmann ruft nach Rief. Ach, das war der Fluch, verdammt. Scheiße, da hat er gerade 4 Gin voll gehabt. Och, du Scheiße. Und er wird jetzt auch nicht von Aurora getroffen. Scheiße, jetzt ist auch kurzer Quartal-Effekt weg. Sehr gut, Tyrell, ausgewichen. Und jetzt kommt Charon. Nein. Komm schon, Jungs. Ihr kriegt das hin. Überlebt das. Toll. Ich verliere an Mut. Ja, super. Ich kriege alles ab. Aber die anderen haben sehr gut überlebt. Jetzt kommt erstmal der Gin-Sturm. Sehr schön. Jetzt haut er wieder richtig rein. Alle Gin wieder weg. Ja, toll. Zumindest sind die Wind- und die Feuer-Gin. Ja, ich meine Jupiter und Mars. Ach du Scheiße. Ach Mensch, Leute, ich muss so ein bisschen. Ich bin schon wieder so verwirrt und so angreifbar hier. Mensch, Mensch, Mensch. So, du. Ach, gerade der ist weg. Gerade der Gin, wo du mit ein. Das ist irgendeine Synergie, die du einsetzen kannst. Nö. Danke fürs Gespräch. Ich hoffe. Einer von Tyrells Gins ist noch bereit.
hier ein Wiederzubeleben. Ja, danke. Lieber mich oder... Ich glaube eher lieber mich, oder? Na, ich hole Rief hoch, damit wir schnell wieder Quetzalcoatl beschwören können, wenn es nötig wird. Der Typ ist so heftig und das war ein Schaden. Respekt, das war ja viel. Ach Jungs, bitte überlebt das. Bitte, bitte, bitte. Haltet so lange durch, wie ihr könnt. Und komm hoch, ja, danke. Nein, bitte nicht. Ich hasse deine Überangriffe, ich hasse alle Angriffe. Und Kiara kriegt erstmal volle Breitseite ab und stirbt. Dankeschön. Ach Leute, das sieht ja so eng aus. Dabei wird die höchste Defensive aufgefahren, die wir hatten. Möchte ich nochmal erwähnen. So. Super, so du wirst das mal, bevor irgendwas dir dazwischen kommt. Boreas, bitte. Hau alles rein. Ich habe mittlerweile die Hoffnung verloren, dass dieses Team zumindest ihn besiegen wird. Also wird immer so schön Schaden machen, wie es gehen geht. Ich hoffe, die Gruppe danach wird alles geben können, was sie so zu bieten hat. Damit in der Runde, wenn sie dran sind, dass sie dann noch alles geben können, weil sie ja jeweils immer 4 Djinn auf Abruf haben und dann gleich alles geben können. Och Leute, ich glaube, das wird auch bald passieren. Oh Gott, nein, nicht noch mehr. Statusboni, ja, das, da ist ja eh keiner drauf. Obwohl, Verteidigung, ne? Jo, Junge, ist ja alles klar, alles klar. Beruhig dich. So, du bist noch schnell genug. Ich hoffe, Tyrell wird es noch so weit überleben, dass er auch beschwören kann. Deswegen werde ich ihn so weit hinknüppeln, dass er erstmal KP wieder kriegt, denn Rief ist nicht schnell genug. Und Gott sei Dank bist du ausgewichen, Junge. Gott sei Dank. Denn bis eben war Rief ja noch schneller, weil die Geschwindigkeit von Duolahan-Ruf ja noch reduziert war. Ich habe Tyrell überlebt diese Runde. Rief tut es nicht. Und mit diesem dunklen Kontakt hat er die ganze Zeit KP aufgesogen. Scheiße. Na komm schon, er lädt wieder seinen Hermetiker auf. So, gleich noch ein Schritt. Bitte überlebt die Runde, Junge. Bitte überlebt das. Ja, das ist ja ein besseres, was du einsetzen kannst, ne? Und mittlerweile ist die Grab... Ah, irgendwie war gerade die Schärfe falsch eingestellt, warum auch immer. Es tut mir leid. Hyperangriff, überlebt das. So, vorspulen. Tot. Damit kommt die nächste Gruppe zum Einsatz. Naja, schade drum. Na, was soll's. Kommt, Jungs, Mädels, ihr kriegt das hin. Ich vertraue euch da. Beschwört, was ihr nur zu beschwören habt. Obwohl, Quetzalcoatl muss natürlich auch... Ach, bei dieser Gruppe habe ich natürlich Quetzalcoatl vergessen. Ich habe natürlich super Vorbereitungen angestellt. Quetzalcoatl ist nötig, vermutlich. Weil, ich glaube, der wird das überleben. Ich glaube, der wird das überleben. Du erstmal... Ja, bitte. Nein? Beschwören? Was hätte ich jetzt einfach machen müssen? Auch bei der Gruppe, ich Depp. Ich bin so blöd. Kannst du... Ja, erstmal Geschwindigkeit erhöhen. Das ist auch wichtig. Grisch! Wäre schön, wenn wir ihn jetzt gleich besiegen könnten, aber das glaube ich nicht. Der hat ja noch so viele KP übrig. Der absorbiert das so einiges und kriegt auch jede Runde wieder was dazu. Das ist echt heftig, das ist echt heftig. Sturzflug. Hätten wir jetzt Iris, also die Beschwörungstafel, die der Gute jetzt bewacht, ne? Dann, das wäre so schön. Dann könnten wir die anderen 4 ganz einfach wiederbeleben. So schön wäre das, naja. Meteor, bitte schön. Denn wir haben erstmal ausgeglichen. Gustiegel, wieder Ramses. Nee, das war nicht Ramses, das war eine andere Beschwörung, auch die wir beherrschen. Gut, wir kriegen erstmal kurz ein Quartelpunkte wieder, schön. Ist es normal, dass ich da oben links keine Djinn-Anzeige mehr sehe? Ist das ein Fehler? Im Spiel, ist das ein Bug? Naja, Verteidigung erhöhen bitte. Leute, das ist doch irgendein Fehler, oder nicht? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Habe ich da verdrückt? Was kannst du noch ein bisschen machen? Ja, das wird eh nicht passieren.
Du versteckst dich erstmal defensive. Leute, soll das so sein? Warum sind die Jinder-Zeigen da oben nicht mehr da? Ich bin verwirrt, Leute, ich bin verwirrt. Dann kann ich da ausschalten. Lehnt, das ist umso besser. So. Ja, wir schon, der Gruppe hat mir schon gemacht. Obwohl, haben wir nicht gemacht, ne? Dann mach das mal. Dunst, du versteckst dich. So. Bollwerk. Mal schön Verteidigung steigern. Chili, schön, dass wir also schnell sind. Ja gut, weil die Geschwindigkeit von uns angehört wurde. Das ist auch nötig. Wir sind fast alle schneller als er. Macht nochmal Schaden. Ach, Hyperangriff. Ich hasse diesen Hyperangriff. Und er ging auf Sveta. Sehr schön. Das gefällt mir. Denn der ging jetzt daneben. Und wieder auf Sveta. Yay. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin jetzt schon so froh. Aber manchmal muss ich mich auch mal selber loben. Da kenne ich nichts anderes. Das läuft ganz gut bei dieser Gruppe. Und jetzt sehe ich auch endlich mal die Jinder zeige. Mensch, wo war die ja? Ich habe mich vermisst. Selbst angreifen oder zu Steiner starren? Ich versteine dich erstmal. Wie wär's denn damit? Das ist doch auch schön. Das gefällt dir bestimmt. Das ist doch warm und kuschelig in so einem Stein. Wir können ihn auch zum Platzen bringen. Das wird dir nicht gefallen, glaube ich. Machen wir es auch mal. Konterangriff. Das ist wieder ein Angriff. Brände kann ich wieder ausschalten. Das brauchen wir nicht. Ich würde sagen, schalten wir dich aus. Gut. Das brauchen wir noch nicht, hoffentlich. Na, komm, greif mir mal an. Gorgo. So, bitteschön. Hat deinen Spaß, Gorgo. Bewegungsunfähig. Sehr schön. Zorn. Das hat auch schon Schaden gemacht. Und immer noch bewegungsunfähig, aber greift normal an. Himi hat leider so wenig KP. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Platz, komm, Platz schon. Er ist leider nicht tot. Schade. Urteil. Bitte. Ja, danke. Danke. Solange die alle überleben, bin ich froh. Solange die überleben, bin ich sehr, sehr froh. Die kriegen jetzt alle KP zurück. Ja, gut, nur Himi, weil die Schaden genommen hat. So, das läuft gut mit dieser Gruppe. Es läuft echt gut. Das können wir auch machen. Primitiv wird durch die Kraft des Windes. Süßer Duft stellt PP der Gruppe wieder her. Das brauchen wir noch nicht. Machen wir mal so. Das war der gute Samen. Das war der letzte Jupiter-Gen, den wir gefunden haben in diesem Spiel übrigens, ne? Den wir jetzt einsetzen. So. Angriff müssen wir noch nicht erhöhen. Na komm. Oder? Na, mach es so. So. Und du, mein Freund. Angriff senkt generischen Widerstand. Dann machen wir das so. Generischen Widerstand bitte senken. Danke sehr. Impetus. 94 Schaden. Hat sich aber nicht selbst angegriffen. Doch, er hat sich quasi selbst angegriffen. Brenner. Jetzt kommt Charon. Ach du Scheiße, überlebt das. Auch vielleicht Timmy wird es nicht überleben, vermute ich. Ah, und Eolio auch nicht. Ach Mann, ich hasse Charon. Dann haben wir den auch bekommen, muss ich sagen. Und Samun, bitteschön. Genieße deinen Auftrag quasi. Jinsturm. Warum macht er immer beides leichter? Charon und dann Jinsturm. Das ging nicht schlimmer. Wisst ihr warum? Weil wir jetzt überhaupt keine Beschwörung einsetzen können. Die zwei, die jetzt auch leben, die haben wieder Jin auf Null. Die anderen sind wie gesagt tot. Och Mensch. Ja, toll. Schlafeffekt auf den Gegner, wenn das funktioniert. Dann lache ich mir einen ab. Gut, die Runde kann ich noch machen. Ja, komm. Wir brauchen irgendeinen Djinn noch, der uns wieder belebt irgendwie. Ja, Spuk. Wirkt nicht sehr gut. Hyperangriff. Och Leute. Amit ist fast tot. Das darf nicht sein. Das darf ich jetzt nicht riskieren. Nicht, Jungs, kommt schon, bitte. Erstmal wieder hochheilen. So, damit möchte ich auch den Part beenden. Ich hoffe, dadurch hat euch gefallen. Ihr seht, oh, Geschwindigkeit ist ja normal. Das gefällt mir nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und wir hoffen doch, wir schaffen das noch. Wir schaffen das hoffentlich noch mit diesem Gegner. Bis dann und auf Wiedersehen.